Hallo liebe Leute, Grüße und Gewinnerwitz des Tages. Heute der Türkei-Urlaubwitz. Wir sind immer weit. Passend zu Corona jetzt. Hallo liebe Leute, Grüße und Gewinnerwitz des Tages. Heute der Türkei-Urlaubwitz. Und der Witz ist von Ludger Winter und Grüße gehen von Christian an Schrotti. Und ihr könnt mir auch einen Witz schicken oder nur Grüße. Wenn der Witz von mir ist, dann brauche ich nur Grüße. Dann könnt ihr einfach nur Grüße schicken per E-Mail. Und dann kann ich dann grüßen, so wie den Schrotti gerade. Der Türkei oder Witz geht so. Wenn jetzt, wenn die Leute in der Stadt sehen, irgendwie schöne Frauen und so oder Männer, fragt ihr, wart ihr in der Türkei überhaupt? Nee, aber wenn ihr aus der Türkei überhaupt kommt, kriegt ihr auf dem Bahnhof, ich meine auf dem Flughafen, gratis Corona-Test. Nee, gratis Schwangerschaftstest. Wenn ihr jetzt aus der Türkei kommt und in den Urlaub fahrt, kriegt ihr am Bahnhof, ich meine am Flughafen, einen gratis Schwangerschaftstest. Ob ihr nicht da irgendwie illegal Sex habt in der Türkei. Das fiel mir ein, eigentlich gibt es den Corona-Test, Erklärung, und ich habe daraus den Schwangertest gemacht. Und ich finde es ungeheuerlich, die fahren dafür 3 oder 10.000 Euro in Urlaub und dann muss der Staat oder die Krankenkasse oder wir das, die 59 Euro für den Test bezahlen. Ich habe extra die Zeitung gekauft, ich wollte eigentlich ein Foto machen, aber die Polizei hat meine Karte geklaut, weil ich habe die Grüne gefilmt. Dann haben die Polizei gerufen und dann haben die meine SD-Karte aus der Kamera geklaut. Dann musste ich die für 1 Euro die Zeitung kaufen, statt ein Foto zu machen. Das ist nur so ein Spartipp. Und da stand vor 2 Tagen Steuerschock. Schock wegen Corona. Einnahmen drastisch gesunken. Und jetzt geben die da Millionen, Milliarden aus für einen gratis Corona-Test. Und am Flughafen und überall für die Urlauber, die 13.000 Euro ausgeben. Wenn die in Urlaub fliegen, da. Die wissen ja vorher, dass sie einen Test machen müssen und dann sollen wir den nicht bezahlen. Und im Altersheim, die Mitarbeiter werden nicht getestet da, das ist dann zu teuer dann, ne? Okay, nochmal Zoom. Das war der Corona-Schwangerschaftstest. Dann gibt es am Flughafen noch gratis Schwangerschaftstest. Okay, ciao, Korbit abonnieren.